Hallihallo, hier ist wieder mal die Heißluftfee. Es gibt heute bei mir Kroketten. Kroketten aus der Heißluftfritteuse, der Princess XXL. Und wie ich die mache, ist ja eigentlich ganz einfach, erklärt sich auch schon fast von selbst. Aber ich weiß, es gibt immer jemand, der gerne nochmal ein Video dazu anschaut. Und dafür habe ich das jetzt hier gemacht. Ja, wie machen wir die Kroketten? Ganz einfach. Wir haben hier tiefgefrorene mit Sonnenblumenöl, außen knusprig, innen locker. Die sind eigentlich für den Backofen gedacht gewesen. So steht es zumindest drauf. Das sind 750 Gramm. Die machen wir jetzt hier ganz rein. Verteilen die gut, schütteln einmal, machen sie rein und stellen an auf 190. Und ich würde jetzt mal 17 Minuten sagen und danach schauen wir zwischendurch auch mal rein und schütteln sie. Aber das kennt ihr ja schon von den Pommes oder von den Kohlrabi-Pommes. Bis gleich. Es hat gepiept. Ich habe zwischendurch jetzt zwei, dreimal geschüttelt und die 17 Minuten sind rum. Und wir gucken noch mal. Das sieht gut aus. Ich hole uns mal eine Gabel. Klapper die Klapp, hört mal. Also diesen Cross. Das hört man auch hier, glaube ich, so. Schön kross. Zum Naschen sind sie jetzt ein bisschen heiß. Ich tue die jetzt auf. Wir hatten am Wochenende einen Putenbraten mit noch schöner Soße übrig und ein bisschen Brokkoli. Und wenn sie gleich angerichtet, zeige ich euch das nochmal auf dem Teller. Kroketten ganz einfach und simpel. 190 Grad, 17 Minuten. Wer sie jetzt noch ein bisschen dunkler mag, der kann das noch ein bisschen verlängern oder auch die Hitze noch ein bisschen erhöhen auf 200 Grad. Ich finde sie so immer genau passend, weil dann sind sie kross und gut durch, aber auch noch nicht zu dunkel. Ihr Lieben. Jetzt musste ich doch noch mal eine schon mal teilen und euch zeigen. Sehr, 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 sehr lecker. Und ich probiere die jetzt. Es ist bestimmt sehr, sehr heiß. Aber ich muss probieren. Heiß, heiß, heiß. Super lecker. Ihr Lieben, jetzt hätte ich fast vergessen, euch sie nochmal angerichtet zu zeigen. Also sie sind ganz klasse geworden, ganz einfach und zum schnell zum Nachmachen. Kroketten, Pommes, selbstgemachte Pommes, alles geht ganz, ganz toll in der Heißluftfritteuse. Wenn ihr nicht wisst, was und wie ihr machen sollt, guckt doch gerne auf meinen Kanal. Da habe ich noch ganz viele andere Rezepte von gefüllten Champignons oder gefüllten Paprika oder Zucchinis, Kohlrabi, Lasagne oder, ihr Lieben. Lasst mir ein Abo da, schreibt mir was Nettes drunter. Bis bald, eure Heißluftfee.